Es rollt durch Berlin, ist nur einen Quadratmeter groß und passt sogar in die U-Bahn. In einem Berliner Hostel kann man das kleinste Haus der Welt mieten, für nur 1 Euro pro Nacht. Und er hat's erfunden, Van Bole Menzel, Architekt. In seiner Freizeit entwirft er auch Möbel. Seine Baupläne für das Minihaus stellt er kostenlos ins Netz. Paul und Stefan reicht das nicht. Sie wollen das geilste Gartenhaus der Welt bauen und holen sich Tipps vom Profi. Hast du schon mal irgendwas gebaut? Nee, ich bin BWLer. BWLer? Das genau. Heißt, du baust mit deinem Kopf. Genau, sozusagen. Doch zuerst die Hausbegehung. 70 cm breit und 2 Meter hoch. Kann man darin wirklich entspannt liegen? Einfach mal. Richtig mal rein. So schön bequem machen. Und wie ist es? Gefällt mir. Kann ich mir vorstellen, ja. Noch ein bisschen Platz hier für meine Freundin vielleicht. Doch was brauchen die zwei für ihr perfektes Gartenhaus? Auf jeden Fall den Grill, okay. Dann denke ich vielleicht noch eine Spüle und irgendwas, wo man das Bier vielleicht auch kalt stellen könnte, denke ich. Ja, das wär gut, praktisch. Und was Musik natürlich, das dürfen wir nicht vergessen. Musik, genau. Jede Seite des Hauses soll eine andere Funktion bekommen. Also ich würde einmal vorschlagen, dass dieses Fenster, wenn es so auf die Seite gekippt ist, dass es keine Funktion mehr bekommt. Das heißt, wir haben hier so eine Art Schiebebrett, was wir hier so rüberschieben. Ah, cool. So? Ja, dann ist es verdeckt. Und jetzt kommt der Hammer. Ihr habt euch eine Spüle gewünscht, oder? Ganz genau. Die Spüle ist hier drunter versteckt. Paul und Stefan wollen auf der anderen Seite alles für einen echten Männerabend einbauen. Nehmen sich die Handwerkerleien zu viel vor? Okay, und ihr wollt jetzt hier einen Pokertisch haben. Wie machen wir das? Das bedeutet, wir brauchen hier eine gewisse Tiefe. Mhm. Also wir machen das, indem wir letztendlich ein doppeltes Fach machen. Also was wir machen könnten, wäre, dass ich das mal versuche auf Papier zu bringen, diese einzelnen Schritte mit dem doppelten Boden und mit diesen Klappen und Schiebetüren. Aber bauen müsst ihr selbst. Das Standardhaus reicht hier nicht mehr. Für dieses Projekt müssen sie das ganze Gartenhaus komplett neu bauen. Das Grundgerüst besteht aus Holzbalken und Sperrholzplatten. Für einen perfekten Männerabend wollen Paul und Stefan ein DJ-Set mit 2 Verstärkern und einen Pokertisch einbauen. Kippt man das Haus, entsteht eine Outdoor-Küche mit Spüle und Bierkühler, einem Gasgrill und einem Stehtisch zum Ausklappen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach selber nachdenken. Zu dem Bauplan haben die beiden eine Einkaufsliste bekommen. So, Stefan, wir haben es eilig. Denn der Baumarkt schließt in einer Stunde. Wir wollen ein Gartenhaus bauen, ein kleines Gartenhaus. Wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das zusammenbauen sollen. Und es müssen Hölzer zugeschnitten werden. Und darf da ich mal sehen? Noch das Dach. Der freundliche Holzfachmann nimmt sich den eigenwilligen Spezialauftrag vor. Gut, dass wir einen Fachmann haben, wa? Ja. Die 11 großen Sperrholzplatten lassen die beiden zuschneiden. Für die Holzbalken bleibt keine Zeit mehr. Die müssen Paul und Stefan später selber sägen. Schnell, wir haben es eilig. Bis Ladenschluss müssen die Handwerkerleien alle Bauteile finden. Wir sind noch beim Schritt A. Wir werden heute noch nach Hause kommen. Alleine haben die Handwerker-Neulinge im Baumarkt-Dschungel keine Chance. Entschuldigung, brauchen wir mal kurz Ihre Hilfe. Der nächste Holzfachmann navigiert die 2 orientierungslosen Nachwuchsbastler durch den Baumarkt. Er weiß, welches Holz sich für ihr Großprojekt eignet. Aber auch der Experte stößt schnell an seine Grenzen, denn nicht alle Teile hat der Baumarkt vorrätig. 2 Stück für die Tür. Und zweimal 136 für einen Pokertisch. Also 136er Länge mit der wird nicht. Ein Problem, bei dem sie später improvisieren müssen. Vielen Dank. Wir haben uns erstmal gut geholfen. Haben Sie denn noch kurz Zeit? Ja. Ich muss rüber an der Säge. Dann kommen wir unserem Traumhaus immer einen Schritt näher. Hä? Einem Haus ohne Fenster. Denn Paul entdeckt schon das nächste Problem. Naja, die Scheiben, die haben nicht die richtige Größe. Und die müssen noch zugeschnitten werden. Ich glaube, das können wir selber nicht machen. Wir hätten nur eine kurze Frage, weil wir es auch ein bisschen eilig hätten.
Kann man die Acrylglasplatte schneiden? Selber schneiden? Selber. Selber schneiden, ja. Mit dieser Maschine nicht. Und wie machen wir das jetzt, wenn wir sie kürzen wollen? Viermal mit einem scharfen Cuttermesser langritzen. Ja. Ohne abzurutschen. Ah, super. So. Und weg. Theoretisch alles ganz einfach. Paul und Stefan besorgen noch Schrauben und Scharniere, Riegel und Rollen, ein Spülbecken, Montagekleber, Holzlasur und Malerfolie. Knapp 350 Euro geben die beiden für das gesamte Material aus. Die Grundfläche für das Gartenhaus ist nur 80 x 100 cm. Multifunktionalität auf kleinstem Raum. Die Mietwerkstatt gibt's für 10 Euro am Tag. Doch schon beim Anzeichnen der Hölzer erste Unsicherheiten. So, wir haben jetzt alles gerade hier gemacht. Guck mal, lass uns mal noch mal kurz kontrollieren. Richtig. Richtig. Oh. Ups. Das wäre dann ein bisschen falsch hier. Wer war denn das jetzt? Ja, so wichtig ist jetzt auch nicht. Komm. Pauls erstes Werkzeug ist gleich ein Fehlgriff. Ja, du, ich brauch schon deine Hilfe hier zum Sägen. Oder warte mal. Ohne warte deine mal, Hilfe geht's besser. Mach mal Stopp. Ich geb dir mal die Japaner-Säge. Die japanische Säge? Vielleicht, Okay. Klappt das damit besser. Probier mal die. Ja. Die Profisäge ist zwar besser als die Metallsäge, aber immer noch zu langsam. Lass uns die Kreissäge nehmen. Ich glaube, das geht da viel schneller mit. Wie, hier gibt's eine Kreissäge? Und ich mache mich hier zum Hampelmann, oder wie? Ja. Ein Ganzkörperschutz wäre hier vielleicht angebracht. Also brauchen wir dann hier C und einmal B, ne? Und die schrauben wir dann einfach zusammen. Einfach sieht anders aus. Aber Stefan kennt einen Trick. Ja. Eventuell die Schraube ein ganz kleines bisschen reinschlagen. Ja, das ist so eine Aber nur ein bisschen. Idee. Willst du? Ich halte. Also ich mache meinen Finger weg wieder. Ja, und jetzt? Nee, warte mal, warte mal. Nein, nein, nein. Der dreht in die falsche Richtung. Ach. Jetzt. Deswegen, oder wie? Hört sich schon besser an. So ein Akkuschrauber macht es einem aber auch nicht leicht. Der Kampf mit dem Profigerät scheint gewonnen. Vorerst. Ja, sehr gut. Zack. Haben wir schon mal das erste Grundgerüst? So. So. Schritt 1 von 100. Der halbe Tag ist bereits rum. Und bisher steht nur dieser Holzkasten. Zweifelst du hier an meinen handwerklichen Fähigkeiten? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Die beiden haben sich vorgenommen, das Haus an nur einem Tag zu bauen. Aber noch sieht man nicht allzu viel vom geilsten Gartenhaus der Welt. Paul macht sich an die Zusatzfunktionen. Müsste jetzt direkt passen. Dann legen wir mal die rein. Dann schauen wir mal, ob der Architekt alles richtig gemacht hat. So ganz passt die Platte nicht. Also muss ich hier nur die Länge einzeichnen. Und der Rest macht sich von selbst. Genau. Paul betreibt Werkzeugmissbrauch. Kann man jetzt schön mit dem Skalpell machen. Und hilft mit etwas Druck nach. Schön mit Gefühl. Das sieht aber eher nach Pfusch am Bau aus. Stefan kümmert sich um die Ausstattung für das geilste Gartenhaus der Welt. Technik im Wert von knapp 400 Euro. Ich bin echt gespannt, ob der Typ im Baumarkt recht hat. Der hat nämlich gesagt, dass man das Plexiglas hier einfach brechen kann. Also vorher nur einen kleinen Anschnitt hier. Und dann soll man es brechen können. Bin ich mal gespannt. Vorsicht. Das ist gleich krachen. Ach, Scheiße. So eine Scheiße, Mann! So, klappt doch. Damit die Platte sich später nicht mit Splittern rächt,
schleift Paul die Kanten ab. Und langsam werden aus blutigen Anfängern ambitionierte Amateurhandwerker. So, ja, haben wir die erste Seite fertig. Dann machen wir jetzt die Spüle. Genau, ich hole ihn mal. Die Seite für den Männerabend mit DJ-Set und Pokertisch ist fertig. Jetzt nehmen sich Paul und Stefan die multifunktionale Outdoor-Küche vor. Das Spülbecken, zugleich Bierkühler, setzen sie direkt in die Außenwand ein. Paul gegen 4 mm Sperrholz. Sehr gut. Geschafft. Das nächste Bauteil erfordert jetzt aber wirklich Präzision. Guck mal, ich zeig dir mal, so soll es eigentlich aussehen. So soll es dann am Ende aussehen, ne? Ja. Alles, was Paul und Stefan für die Klappe brauchen, ist ein unscheinbares Klavierscharnier. Ah doch, jetzt klappt's. Der Mechatroniker und die Metallsäge kommen langsam in Fahrt. Los, hopp, hopp. Yeah, super. Ob Kumpel Paul mit dieser Arbeit zufrieden ist? Sollte ja da reinpassen. Nee, passt es nicht. Was hast denn du hier abgemessen? Ich habe eins zu wenig abgeschnitten. Was bist denn du für ein Trottel? Ja, ganz ehrlich, das hätte sogar meine Mama besser gemacht. Aber naja. Dann zeige ich dir mal, wie man es richtig macht. Ich schon hin. Meister Paul gibt sich die Ehre. Ah, eine. Ja, ich glaube, du machst vielleicht kaputt, Paul. Nein, ist schon gut. So. Ah! Aua! Helf mir mal, bitte. Stefan, lass mich mal nicht im Stich, bitte. Nee, mach ich doch nicht. Warte nur. Doch der blutige Anfänger schafft es. Hier kommen dann die Schrauben rein. Oder so rum. So rum, besser gesagt. Nee, so. Okay. Dann schrauben wir mal das jetzt, ne? Finger weg. Sonst Finger ab. Ja. Wir klappen das, wenn alle Schrauben dran sind, können wir das hochklappen. Und dann passen wir es unten ran. Okay. Und dann können wir es aber trotzdem nicht umschlagen. Ich kann die. Haben Paul und Stefan etwa schlampig gearbeitet? Ja, die Zeichnung war einfach falsch. Wir hätten echt noch 1000 Mal probieren können, aber so klappt's jetzt. Klapp mal um. Ja, yeah. Cool. Raus, rein, Digga. Noch eine Stunde, bis die Werkstatt schließt. In der Zeit wollen die beiden das Haus wenigstens noch anstreichen. Hau rein, die Scheiße. Dann kann die Holzlasur über Nacht trocknen. Am nächsten Morgen bekommt der Pokertisch das typisch grüne Vlies. Besser hätte man es gar nicht machen können, oder? Zuletzt installieren Paul und Stefan die Soundanlage. Im Gartenhaus selbst hängen Taschen zur Aufbewahrung der Kabel und Pokerchips. Finito, finito. Unser schönes Häuschen. Der Hammer, oder? Ja. Und jetzt raus mit dem Haus. Mit 4 linken Händen, dafür ohne Experten und Superhandwerker, haben die Laien das geilste Gartenhaus der Welt gebaut und können es endlich testen. Ein Quadratmeter purer Freizeitspaß. Dieses Gartenhaus ist ein absolutes Unikat und ist sogar günstiger als ein Standardmodell aus dem Baumarkt. Und man kann es überall mit hinnehmen.